Es hat sich was geändert im Februar. Das Fed-Pivot-Motiv ist gewissermaßen gestorben. Und jetzt sehen wir, dass der Index, der diese Rallye initiiert hat, kann man sagen, im Herbst 2022, nämlich der Dow Jones, nicht nur seinen schlechtesten Monat seit September 2022 erlebt, sondern seit Jahresbeginn sogar im Minus ist. Also wir sehen, dass der Treiber der Rallye, nämlich die Value-Werte im Dow Jones, offenkundig jetzt schwächer werden, überraschenderweise, denn wir sehen ja, dass dieses Fed-Pivot-Motiv gestorben ist, nach viel hartnäckigerer Inflation als erwartet, nach viel robusteren Konjunkturdaten in den USA als erwartet, dann könnte man erwarten, dass mit steigenden Renditen, und die steigen ja deutlich, vor allem der Nasdaq unter Druck kommt. Bisher ist der Dow Jones vor allem das Opfer, aber schauen wir uns die Dinge mal an. Gestern etwa der Index 0,7% verloren, nämlich der Dow Jones, S&P 0,3%. Nasdaq nur ganz leicht im Minus, aber eben Dow Jones jetzt praktisch im Minus seit Jahresbeginn, während der Nasdaq 100 noch über 10% im Plus ist. Gestern wieder mal dieser Wettkampf zwischen Zero DTE Calls und Zero DTE Puts, also zwischen diesen Optionen, die sehr kurze Laufzeiten haben, am selben Tag noch verfallen. Da ist ja viel passiert in letzter Zeit. Wie viel sehen wir hier? Gleich in einer Grafik, aber zunächst mal, das ist das, was sich jetzt im Februar verändert hat. Das sehen wir hier, dieser Fed Pivot ist komplett tot. Wir sehen, dass die Fed Terminal Rate Expectations, die Erwartung, wo der Hochpunkt der Zinsen sein wird, sich permanent nach oben schiebt. Und wir sehen, dass die Anleiherenditen permanent weiter nach oben gehen. Jetzt die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 3,96%. Und meine Prognose ist, wenn wir diese symbolisch, nicht charttechnisch, nicht irgendwie anders geartet, wichtige Marke von 4,0% überschreiten, wenn also eine 4 davor steht, dann könnte es für die US-Aktienmärkte ungemütlich werden, weil da einfach symbolisch dann klar ist, ups, wir haben es mit steigenden Renditen zu tun. Und was sich auch im Februar geändert hat, im Januar, waren Treiber vor allem unprofitable Tech-Unternehmen. Das ist jetzt nicht mehr so zwangsläufig und vor allem die meistgeschorteten Aktien. Auch das hat sich im Februar nicht mehr materialisieren können. Fing zunächst mal so an. Meistgeschorteten Aktien stark nach oben, aber das war es dann auch schon. Und gestern sagte Goldman Sachs, hat das dieses Fast Money Community so ein bisschen frustriert zurückgelassen, dass sie es nicht schaffen, diese meistgeschorteten Aktien nach oben zu drücken. Dazu gleich mehr, aber insgesamt sehen wir jetzt den Abstand zwischen der Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe und der Dividendenrendite im S&P 500 so groß wie seit 2007 nicht mehr, also seit vor der Finanzkrise. Schauen wir uns mal etwa die sechsmonatige US-Staatsanleihe an. Deren Rendite liegt jetzt bei 5,18%, das höchste Niveau seit Februar 2007. Vor einem Jahr war die Rendite noch 0,69%, also jetzt 5,18%, vor einem Jahr 0,69% und vor zwei Jahren sogar 0,05%. Das zeigt, wie sehen wir, dieses Nullzins-Nullrendite-Umfeld komplett verlassen haben. Das zeigt, dass Cash King ist, wie ich gestern thematisierte. Wenn man eben Geld in Geldmarktfonds packt, dann gilt das als Cash halten, in Cash gehen gewisserweise. Und dementsprechend ist natürlich eine riesige Alternative hier zu den Aktienmärkten entstanden. Hier sehen wir nochmal diese Zero DTE Volumes, neuer Rekord jetzt, den wir bisher erreicht haben. Und das wird immer wichtiger. Das steht wahrscheinlich 50-70% des Volumens in Aktien, was da passiert. Auch die Indizes sind stark davon betroffen. Jedenfalls sehen wir da eine gewisse Entkoppelung zwischen dem VIX und dem S&P 500. Warum? Weil diese ganz kurz laufenden Optionen oder mit ganz kurzer Restlaufzeit immer wichtiger werden. Dadurch der VIX, der eigentlich die Vola-Erwartung für die nächsten 30 Tage bemisst, im Grunde in den Hintergrund kommt und vielleicht seine Aussagekraft verliert. Das muss man noch abwarten. Aber now we come to the Fed, ladies and gentlemen. Hier sehen wir, was eigentlich zu vermuten war. Wir hatten ja Aussagen von Ballard, St. Louis Fed und Mester Cleveland Fed, die gesagt haben, ich hätte mir durchaus eine 0,5% Zinsanhebung schon bei der letzten Sitzung Anfang Februar vorstellen können. Jetzt ist rausgekommen, dass dieses Teufelchen, das ist kein anderer als der gute Neil Kashkari, dass der wohl auch einen 50-Basispunkte-Schritt schon im Februar bevorzugt hätte, Minneapolis-Chef. Also,
Jetzt ist es raus. Wir haben im Prinzip drei FED-Mitglieder, die wollten eigentlich einen 0,5er-Schritt. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Zentralbank tightened, also die Geldpolitik strafft. Die FED nämlich durch Zinsanhebungen, durch Bilanzreduzierung. Die Commercial Banks tun das. Die Kreditvergabestandards werden immer strenger, wie Sie hier rechts in dieser Grafik sehen. Und gleichzeitig haben wir ein Fiscal Tightening. Also wir haben jetzt nicht mehr die Zufuhr von Liquidität durch fiskalische Maßnahmen, sondern durch Rückzahlungen etwa von Studentenkrediten etc. sogar einen negativen fiskalischen Impuls, was das betrifft. Also eigentlich an allen Fronten Liquiditätsentzug. Wie daraus ein Bullenmarkt entstehen soll, erschließt sich mir nicht. Aber wichtig heute, weil ja die US-Konjunkturdaten zuletzt so stark überrascht hatten, der ISM-Einkaufsmanager-Index für arbeitendes Gewerbe, und der geht im Grunde seit 2022 konstant nach unten. Wir sind jetzt etwa 3 bis 4 Monate, da waren wir an der 50, auf jeden Fall 3 Monate unter der 50er-Marke, sind also schrumpfend. Hier rechts sehen Sie mal, Story Count, No Landing, also gar keine Landung, sprich die Wirtschaft bleibt einfach robust, und Soft Landing, also eine Abkühlung, aber keine harte Landung der Wirtschaft. Da hat sich etwas verschoben durch diese robusten Konjunkturdaten. 16 Uhr, das wird wichtig. Reingucken bei Finanzmarktwelt, meine Damen und Herren. Und hier sehen wir diese invertierte Zinskurve zwischen der 2- und der 10-jährigen US-Staatsanleihe. So invertiert wie never ever before, und normalerweise ist das ja ein ziemlich gutes Rezessionssignal. Wir haben jetzt die 2-jährige US-Staatsanleihe auf dem höchsten Stand seit Juli 2007. Also die kürzer laufenden Staatsanleihenrenditen steigen deutlich stärker als die länger laufenden, weil die Märkte schlichtweg erwarten, durch diese Zinsanhebungen ist die 2-jährige ja durchaus betroffen, also mit 2 Jahre Laufzeit. Wenn die FED jetzt die Zinsen nicht senkt in 2023, sondern über 5% anheben wird, dann wollen die Anleger da Ausgleichsrenditen haben. Aber für die 10-Jährige sagt man sich, oh, die müssen dann später so oder so die Zinsen wieder senken, weil eben die Rezession kommt. Das signalisiert die invertierte Zinskurve. Und wenn Jim Cramer sagt, meine Damen und Herren, dass diese invertierte Zinskurve sich irrt, also keine Rezession kommt, dann wissen Sie, was der Fall ist. Man hat also auf der einen Seite den Anleihemarkt und man hat auf der anderen Seite Kontraindikator Jim Cramer. Mehr geht nicht an Bestätigung, würde ich sagen, Rezession voraus. Und warum das so ist, das will ich hier mal zeigen. Schauen Sie sich mal die Zinsraten an. Kreditkarte bis 24%, auf jeden Fall 20% im Durchschnitt. Gebrauchtwagen, wenn Sie da Kredite nehmen, um einen Gebrauchtwagen zu kaufen, in den USA 13,7% durchschnittlich, bei neuen Autos 8,7%. Mortgages, 30 Jahre, also Hypothekenkredit, 7%. Jetzt sehen wir, dass vor allem die Kreditkartenschulden massiv gestiegen sind, jetzt auf 1 Billion, auch Autoloans bei 1,6 Billionen, Mortgages bei 11,9 Billionen, rekordhohe Schulden und rekordhohe Zinsen. Das verträgt sich nicht. Dementsprechend sehen wir hier rechts schon, dass die Hauspreise fallen, und die Hauspreise waren ja so eine Art Kreditkarte für die Amerikaner. Und sind die Preise, Hauspreise gestiegen, dann konnten die Hausbesitzer mehr Kredite von der Bank bekommen, weil ja die Sicherheit an Wert gestiegen war. Jetzt passiert das Gegenteil. Auch hier praktisch wird Liquidität rausgezogen, weil diese Kreditkarte jetzt sozusagen eher in Richtung Kredit tendiert. Nämlich, dass die Sicherheit weniger wert wird, weil die Hauspreise fallen. Und das tun sie überall, wie wir hier in dieser Grafik ganz gut sehen, meine Damen und Herren. Und jetzt schauen wir uns mal das Verhältnis zwischen Hauspreisen und dem Medianeinkommen der Amerikaner an. Dann ist die Leistbarkeit für die Amerikaner einer Immobilie schlechter als auf dem absoluten Hochpunkt der Hausblase, wenn wir diese Ratio hier mal heranziehen. Das heißt, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Besserung in Sicht. Und jetzt neue Zahlen. 36% der amerikanischen Erwachsenen haben mehr Kreditkartenschulden als Sparrücklagen. 36%, das ist mehr ein Drittel. 2022 waren es noch 27%. 2021 21%. Das ist also eine maßgeblich sehr schnelle Steigerung. Allein die Kreditkartenschulden, 130 Milliarden Dollar gestiegen. Größte in 22, größter Anstieg ever. Und dass das nicht gut gehen kann und Jim Cramer hier vielleicht ein Timing-Problem hat in Sachen Rezession, das möchte ich ja mal behaupten, meine Damen und Herren. Hier sehen wir die Inflation Swaps. Wir haben das Problem, dass wir wahrscheinlich eine Stagflation haben. Die Wirtschaft, die wächst nicht mehr.
Also richtig, aber die Inflation, die bleibt eben durch die massive Geldmenge, die vorher geschaffen wurde, die dann letztendlich sich nicht mehr einfangen lässt. Hier sehen wir mal die Inflation Swaps und da hat sich im Februar wahnsinnig viel getan für ein Jahr, also das, was die Märkte für den Zeitraum eines Jahres an Inflation erwarten, deutlich nach oben gegangen. Und wenn wir jetzt mal wieder zum Marktgeschehen kommen, dann sehen wir hier die Optionis. Gestern ziemlich bescheidenes Volumen. Tesla Nummer 1 natürlich mit 1,6 Millionen. Das ist ziemlich mau, einer der niedrigsten Werte. Nummer 2 dann übrigens schon AMC Entertainment mit 1,1 Millionen. Die Firma gestern ja oder die Aktie gestern schon 6% im Minus, dann Zahlen nachbörslich und nochmal 6% obendruf. Wir sehen vor allem bei Tesla viele Calls. Wir haben ja heute den Tesla Investors Day. Da wird Wundersames verkündet. Morgen sind wir auf dem Mars, Kinder. Wir fliegen mit der Rakete, weil der Elon es so will. Weil am Mars ist es ja auch so richtig toll. Habe ich nie so ganz verstanden, was er damit meint. Warum wir unbedingt jetzt auf den Mars müssen. Das ist so ein frühpubertärer Traum, habe ich das Gefühl. Jedenfalls die Veranstaltung beginnt 16 Uhr Eastern Time, das ist 220 unserer Zeit, also beginnt praktisch nachbörslich. Wahrscheinlich wird dann Elon so ein paar Marketing-Gimmicks rausholen und dann zum Beispiel das Kürzel für Tesla, Börsenkürzel von TSLA auf TSLAI machen wegen AI, Artificial Intelligence, also Künstliche Intelligenz, zuzutrauen, wer sind, gell? Und dann alle wieder, ja, geile Idee, super, also der Elona, gell, was hat der für Ideen, super. Das macht ja die Firma dann gleich viele, viele Milliarden mehr wert, wenn er das macht, ne? Also absolut gerechtfertigt, meine Damen und Herren. Wenn wir jetzt nochmal zum Markt kommen, sehen wir, S&P 500 hat es nicht geschafft, über der Marke von 4150 zu schließen, 10 Monate in Folge. Und hier sehen wir mal den S&P auf Daily Basis, da sind wir aus diesem Aufwärtstrendkanal rausgefallen. Der VIX ist ausgebrochen, kommt jetzt aber wieder zurück, aber wenn wir uns rechts mal den S&P 500 auf Monatsbasis anschauen, also jeder Monat eine Kerze, dann ist das ein sogenanntes Gravestone Doji, also praktisch ein Grabstein Doji. Ne, also das ist extrem positiv natürlich, meine Damen und Herren, aber positiv sind jetzt auch die US Futures. Warum? Weil die chinesischen Einkaufsmanager-Indizes besser ausgefallen sind, verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistung, hurra, hurra, nachdem fast $1 Billion durch die Zentralbank in die Märkte gepumpt wurde. Das ist eine Scheinblüte. Die strukturellen Probleme sind groß. Das wird sich zeigen, dass diese Aufschwungstory nicht funktionieren wird. Believe me or not, du kannst selbst mit Liquidität nicht manche Dinge reparieren, die nicht reparabel sind, weil strukturell etwa die immer höhere Staatsquote, all diese Dinge, die nicht funktionieren. In China jedenfalls hat das so ein bisschen die Futures nach oben gezogen. Und jetzt, meine Damen und Herren, zu akuten Verschwörungstheoretikern. Hier sagt der FBI-Chef, also er geht davon aus, dass das Coronavirus in dem Lab in Wuhan entstanden ist. Ja, sag mal, jetzt sind die Verschwörungstheoretiker schon in der Regierung. Das wird ja immer schlimmer, meine Damen und Herren. Natürlich ist das nicht aus dem Labor, das war halt irgendwie eine Fledermaus, die gegen einen Baum geflogen ist und dann ist das Virus runtergefallen und irgendwer hat es aufgeschnappt und so kommt halt ein Virus in die Welt, ne? Hat doch der Drosten, hat das doch gesagt und der Drosti, der hat doch schon immer recht gehabt, meine Damen und Herren. Also alle wieder hinsetzen. Jetzt haben wir die Inflation gehabt, gestern aus Frankreich und Spanien. Madame Lagarde hat ja gesagt, hier, Inflation wird fallen in 2022, aber niente ist nicht passiert, rien. In Spanien sind wir gestern deutlich über der Erwartung reingekommen bei der Inflation, deswegen die Renditen gestern in der Eurozone gestiegen, Geld wird also immer teurer. Jetzt heute aktuell frisch, IFO sagt, deutlich weniger Firmen wollen ihre Preise erhöhen, nämlich nur noch 29,1% nach 35,2%, fünfter Rückgang in Folge. Die Unternehmen haben einen Großteil der gestiegenen Kosten bereits an ihre Kunden weitergegeben, gleichzeitig lässt die Nachfrage in nahezu allen Wirtschaftsbereichen nach. Aha, siehe da. Interessante Bemerkung.
Und was dagegen spricht, dass die Inflation nachlässt, ist, dass wir in Sachen Entwicklung meistens so ein halbes Jahr hinter den Amerikanern hinterherhinken. Und da ist die Service-Inflation, also die Inflation im Dienstleistungssektor, ja konstant weiter gestiegen. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass das bei uns auch passiert, was bedeutet, dass eben hier vor allem die Lohnforderungen dann durchschlagen werden, dass diese Inflation noch nicht vorbei ist. Mein zweitbester Freund Marcello Frecciarino hat jetzt gefordert, dass die Primat der Wirtschaft über die Politik doch jetzt mal enden müsse, womit er faktisch meint, wir brauchen mehr Staat, gell, der Marcello. Na, und dann ja hier BASF, die drohen ja immer Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern, dabei sind sie doch selber schuld, weil sie da von diesem vermeintlich günstigen russischen Gas sich abhängig gemacht haben. Naja, dieses günstige russische Gas hat dazu geführt, dass unser Geschäftsmodell hervorragend funktioniert hatte. Kaufst du günstig Energie, stellst du Produkte her, die du dann teuer verkaufst. Dieses Geschäftsmodell ist nun tot und Marcel Fratscher fordert mehr Staat, gell? Oh, der Marcello, okay, ist ein super Typ. Und dann sehen wir natürlich nach wie vor erstaunlich ist, denn der DAX war ja damals im Herbst 2022 mit dem Dow Jones gestiegen. Jetzt ist der Dow Jones, wie ich versuchte zu thematisieren, schwächer geworden. Der DAX hält sich aber. Da ist die erste Artikelempfehlung von mir, meine Damen und Herren, die Sie sich reinziehen sollten, warum das so ist oder ob es so bleibt vor allem. Zweite Artikelempfehlung. Berlin und Rom sind vereint gegen EU-Pläne, den Verbrennungsmotor ab 2035 zu verbieten. Was? Die deutsche Bundesregierung hat irgendwie so ein bisschen was wie Courage und sagt, wir wollen nicht das komplette Verbot von Verbrennermotoren. Wir haben ja vielleicht eh das Problem, dass wir gar nicht genug Strom haben für alles, was wir da, Wärmepumpen, E-Mobilität etc. geht. Der Strom kommt aus der Steckdose oder er kommt halt nicht. Aber interessant ist, was da plötzlich sich ein Widerstand zusammenbraut in einer Allianz zwischen Dottore Scholz und La Meloni in Italien. Also das ist die zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, 16 Uhr reinschauen, ISM-Index, jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.